Hi, willkommen auf meinem Kanal. Tommy der Kleine. Ja, ich weiß. Bin gerade erst aufgestanden. Deshalb, und ein Freund von mir hat, Mitbewohner und ein Freund zugleich, also ein Kumpel, hat mir ein Päckchen gebracht. Es kam heute. Also gibt es wieder ein Auspackvideo von Weebuy. Ja, es gibt wieder ein Auspackvideo von Weebuy. Wo sind die da? Mein Handy. Wo ist die scheiß App? Da ist die App. Nimm das nicht so ernst, Weebuy. Ich sag immer ab und zu jeder App scheiß App, dass ich so schnell finde. So. Dann kann ich genau gucken, was mich das gekostet hat, das Buch oder der Artikel, das Buch oder die DVD oder was ich auch immer da bestelle, also der Artikel. Über ihr müsst echt mal neue Karton machen. Die alten Kartons waren besser. Die alten Kartons waren echt besser, würde ich sagen. Übertreibt's mit der Verpackung. Okay, da ist keine Werbung dabei. Diesmal. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Artikel bestellt, nicht für mich, sondern für einen Kumpel, der auch hier wohnt. Er ist nämlich ein Mitbewohner. Ich hoffe, dass ich die jetzt als Da sind so die zwei Artikel, also kann man die als erstes auch einstellen, vorstellen. Verpackt, entpackt. Das ist einmal die FIFA 12. Hat mich nur 3,29 € gekostet. Oh, das ist sogar noch ein gutes. So sehen die PSP-Spiele aus. Ja, ich will mir ja auch mal eine wiederholen. Ich hatte auch schon welche, vor Jahren mal eine. Aber, ich lasse das dran. Mir ist die kaputt gegangen. Die hat mich für meinen Kumpel 3,29 € gekostet. Dann habe ich ihm das da geholt. GTA. Seiner zuerst. Das war mein erst. Ne, Vice City. So. Für die PSP. Schade. Da ist nichts dabei. Da ist das Spielding dabei. Die Lese- oder Beschreibung oder Prospekt oder was immer man das auch nennen möchte. Aber CD ist dabei, das ist schon mal die Hauptsache. Das ist sogar noch im guten Zustand, also. Das hat mich 4,09 € gekostet, das da. 4,09 €. So, jetzt komme ich mal zu meinem Spiel. Zu meinem Artikel. Weil ich habe nicht nur für mich, sondern auch für meine Mutter bestellt. Natürlich ein Muttertagsgeschenk, weil jetzt am Sonntag ist ja Muttertag. Das ist aber für mich. Das hat. Ups. Das ist SimCity. Das hat mich nur 1,19 € gekostet. SimCity. Mit Prospekt. Und was weiß ich noch allem. Spielanleitung, Prospekt und alles. Respekt, wie weit du machst. Oh, zwei CDs sogar. Was ist da jetzt das Beste? Was ist da jetzt das Spiel? Zwei SimCity. Mahlzeit. Ich hab grad gerübst. Sehen im sehr, sehr, sehr guten Zustand aus. Das freut mich.
bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin mal gespannt, wie das ist, das Spiel. Ich hoffe, dass man das bei mir auch spielen kann. Weil ich habe ja so einen komischen Laptop, der nimmt nicht alle Spiele an. Dann habe ich mir den da geholt. Ein YouTuber hat ja ein Buch rausgebracht, Lev Floyd. Wie geht eigentlich Demokratie? Hashtag fragt Floyd. Ich bin mal gespannt. Das hat mich nur 2,19 € gekostet. Ich bin gespannt, wie es ist, das Buch. Ich glaube, darüber hat er nicht so viel Werbung gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe seinen Account nicht so, verfolge seinen Account nicht so extrem. Okay, das geht wirklich richtig extrem um jede Partei. Das ist nicht schlecht. Werde ich mal lesen. Wenn ich das mal gelesen habe, gibt es, wenn ich es auch verstanden habe, gibt es mal eine Beschreibung. Mache ich vielleicht mal ein Video darüber, wie das Buch ist. Dann habe ich mir auch noch mal das Kle noch mal ein Buch von ihm gekauft. Sein eigenes Buch. Willkommen im Real Life. Mein Leben zwischen Freunde, Fakes und Fakten. Literatur, Spiegel, Bestseller-Autor. Hat mich 2,69 € gekostet. Ich bin mal gespannt, so. Das Buch wollte ich schon mal haben, dann hatten sie es aber nicht mehr, das Rebuy, längere Zeit. Und ja, jetzt habe ich, dann hatten sie es, dann hatte ich aber das Geld nicht, dann hatte ich das Geld wieder, dann hatten die es nicht und jetzt hatte ich das Geld und sie hatten es, also hat es gut gepasst, dass ich das mit da rein bestellt habe. Natürlich gibt es davon auch noch mal so einen Lesetext, wie das ist. So, jetzt kommen drei Sachen für meine Mutter. Das ist das erste Teil. Noah Roberts, Rote Lilie, nee, nicht Rote Lilie, Blüte des Tages, hat mich nur 99 Cent gekostet. In sehr gutem Zustand, super gut. Die anderen Sachen sind natürlich auch super, brauche ich ja nicht mehr zu erwähnen. So, ich stelle keine Rote Lilie. Auch von Nora Robert. Hat mich 1,09 € gekostet. Dann Dunkle Rosen. Cover. Ich hoffe, dass das aber dazu gehört. Egal. Hat mich 89 Cent gekostet. Ich bin mal gespannt. Ich schicke das auch meiner Mutter in einem Extrakarton, ist ja klar. Oder ich frage meine Mutter, ob sie am Sonntag hochkommt. Und ja. Dann werde ich ihr das schenken. Mal gucken, was sie dazu sagt. Ich hoffe, dass sie mir endlich mal die Liste schenkt, er schreibt, er schickt, was sie für Bücher alles hat von Nora Robert. Bei mir ist nämlich auch was passiert, ich hasse das nämlich, wenn meine Mutter mir die Liste nicht schickt, weil aus dem einfachen Grund, ich habe ihr schon mal aus Versehen eine Trilogie doppelt bestellt und das finde ich scheiße, weil dann habe ich zu viel Geld ausgegeben. Das habe ich jetzt an Rebuy zurückverkauft. An Rebuy wieder natürlich zurück. Ich hoffe, dass es die Tage bei euch ankommt, Rebuy. Wenn es nicht schon angekommen ist bei euch. Wundert euch nicht, wenn das so ein komisches RT-Päckchen ist, Rebuy. Das habe ich nämlich selbst gebaut.
Dann habe ich jetzt auch so mal eine Frage an euch, Hui-Bai. Muss ich das unbedingt draufkleben, dieses, wenn Akku drin ist, so ein Gefahrengut-Kleb-Ding, oder kann ich auch so das drauf machen, verschicken? Weil sonst habe ich das immer so verschickt und ihr habt bis jetzt euch nicht beschwert, generell auch nichts dazu gesagt. Und jetzt frage ich natürlich auch euch, Community, wenn ihr was das wisst, frage ich, geht auch an euch an die Frage, muss ich das draufkleben, wenn da Akkus drin sind, oder ist das egal? Schreibt mir jetzt in die Kommentare und ja. Ist zurückgekommen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst, was ich verbessern kann, wie es euch gefallen hat. Auch die Frage, wenn ihr es wisst, halt beantworten könnt. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Däumchen werden Träumchen. Und ja, Glocke nicht vergessen, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein Video hochgeladen habe. Das war's, euer Tobi. Ciao!